Deutsche Welle. Kalenderblatt. 19. April 1945. Leipzig im Zweiten Weltkrieg befreit. Es war ein strahlend schöner Frühlingstag, dieser 19. April 1945, an dessen Abend Leipzig amerikanisch war. Nur noch das neue Rathaus und das Völkerschlachtdenkmal befanden sich in deutscher Hand. Dort hatte sich der deutsche Kampfkommandant der Stadt, Oberst von Poncet, mit gut 300 Soldaten, Volkssturmmännern und Hitlerjungen verschanzt. Am Morgen hatte sich Reichspropagandaminister Joseph Goebbels noch einmal beschwörend an alle Deutschen gewandt. Tapfer einen Kampf, der unvermeidlich und unausweichlich ist, auf sich zu nehmen, mit reinem Gewissen und reinen Händen aufrecht vor seinem Schicksal zu stehen, alles Leid und jede Prüfung zu ertragen, aber niemals auch nur mit einem Gedanken daran zu denken und in der qualvollsten Stunde der letzten Entscheidung wanken zu werden und die Flinte ins Korn zu werfen. Das ist nicht nur männlich, das ist auch im besten Sinne deutsch. Bald 55 Millionen Tote hatte dieser Krieg bislang gekostet. Europa lag in Schutt und Asche. Doch Oberst von Poncet harrte im Völkerschlachtdenkmal aus. Ein 150 Mann starker Volkssturmtrupp hatte sich im Rathaus verbarrikadiert. Doch das Aufbäumen am Regierungssitz währte nur kurz. Ein deutscher Feuerwehrmann, Parlamentär der Amerikaner, bewegte die letzten Kämpfer am frühen Nachmittag dieses 19. April 1945 zur Aufgabe. Nachdem sich die führenden Parteigrößen, Oberbürgermeister und Kämmerer, im Turmzimmer des Rathauses erhängt hatten, mochten auch die in den letzten Kriegstagen zusammengetrommelten Volkssturmmänner der Übermacht nicht länger trotzen. Die weitere Eroberung der Stadt war für die vorrückenden Amerikaner kein allzu großes Problem mehr. Die Leipziger begrüßten die müden, aber siegessicheren GIs mit weißen Fahnen, erinnert sich US-Kriegsveteran Robertson. Oh yes, there was sporadic firing. Es gab keinen allzu großen Widerstand, würde ich sagen, soweit ich mich erinnern kann. Es gab einzelne Gegner immer noch, vor allen Dingen in der Nähe des Bahnhofs. Mit nur 21 Mann übernahmen zwei amerikanische Offiziere kampflos die Kasernen im Norden. Ohne größere Probleme wurde auch der Süden besetzt. Oh yes, there was losses at that particular time. In particular, I remember. Oh ja, es gab einige Verluste in Leipzig. Es waren mehr oder weniger zum Teil Unglücksfälle, aber es gab auch einige, die erschossen worden sind während dieser vereinzelten Straßenkämpfe. Am Abend war Leipzig erobert. Einzig und allein der Haufen im Völkerschlachtdenkmal dachte nicht ans Aufgeben. Erste Angriffe wurden zurückgeschlagen, es gab Tote und Verwundete. Erst als ein Geschoss durch ein Fenster ins Innere flog und dort explodierte, war Oberst von Poncet zu Verhandlungen bereit. Den ersten Vermittlungsversuch unternahm eine Delegation Leipziger Frauen. Erfolglos. Den zweiten Anlauf startete, mit angriffsbereiten Truppen im Rücken, Hans Trefus, ein in die USA emigrierter Deutscher aus Frankfurt am Main. Man traf sich am Andenkenstand. Doch Oberst von Poncet lehnte die Übergabe ab. Noch galt der sinnlose Führerbefehl. In arisch-germanischer Gefolgschaftstreue gehorchten die letzten Verblendeten der Goebbelschen Losung. Führerbefehl! Wir folgen! 11 Tage später war dieser Führer tot. Selbstmord. Doch obwohl das Dritte Reich in diesen Tagen nur noch über gigantische Schuttberge und einen Bunker 8 Meter unter der Erde Berlins gebot, musste die Wahrheit vertuscht werden. Die amtliche Mitteilung: Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 19. April 1945 in Leipzig aber kam es zu dramatischen Verhandlungen. Tief in der Nacht dieses ereignisreichen Tages ergab sich der Oberst. Auf ihren Wort wurden er und seine Offiziere auf 48 Stunden zu ihren Familien entlassen. Nach Ablauf der Frist meldeten sich alle, bis auf einen, in die Gefangenschaft. Die einfachen Soldaten, Volkssturmmänner und Hitlerjungen dagegen wurden sofort auf Lastwagen verladen und in Kriegsgefangenenlager verfrachtet.